Hallihallo. Wie ihr es gesehen habt, gibt es heute einen Ideen mit Herz Haul. Da habe ich ja auch noch bestellt. Und ja, das wollte ich auch heute mit sorgen, damit ich es dann auch verräumen kann bzw. hernehmen kann. Ja. Andererseits habe ich ein kleines Dankeschön drinnen gehabt, und zwar das Schmucknetz in Silber, selbstklebend. Gefällt mir total gut. Mal schauen, wie und wo ich das hernehme. Dann, ich habe es ja eh schon gesagt, meine Matte. Ja. Aber es hat eine neue herdürfen. Upsala, die passt gar nicht rein. Also die ist riesig. Ich sage euch das jetzt mal so: Schneidematte faltbar und selbstheilend in A2. Rasterdruck hat sie drauf und eine Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Rückseite. Das war die Artikelnummer, falls es jemanden interessiert. Der Sexshot, die hat da den Wellenrand, deswegen faltbar, also die kann man auf und zu klappen. Und das heißt, in Zukunft wird die dann da liegen, wenn ich ein Video mache. Also ich wechsle von grün auf schwarz nach knapp 2 Jahren. Ich wollte mir ursprünglich einmal so große in Violett kaufen, aber ich finde auf die, oder ich habe jetzt länger geschaut, ich finde keine, die was jetzt, sage ich jetzt mal, preislich auch passt. Ich meine, ich zahle nicht für so eine Matten 40, 50 Euro. Siege überhaupt nicht ein. Weil sie violett ist. Na, deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt die. Die war, glaube ich, sogar gerade im Angebot, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, die hat jetzt 10 Euro gekostet. So um den Dreh rum. Ja, dann habe ich mir mitbestellt, das kleine Putzi-Teilchen da. Und zwar ist das ein Metallic-Garn. Da sind 30 Meter drauf und ich habe mir jetzt Anthrazit bestellt. Hat es auch noch ganz viele andere Farben gegeben. Ich mache das jetzt mal auf. Schaut jetzt so aus. Mal schauen, ob ich da irgendwo einen Anfang finde. Das ist einmal zugeklappt. Ah ja, da ist der Anfang. Die brauche ich gleich wieder. Du haust jetzt ja nicht ab. Also das ist wirklich, da sechs es. Ganz ein dünner ja, Nylonfaden in Anthrazit. Meine Kamera mag nicht scharf stellen. Okay. Habe ich mir deswegen bestellt, eben so für Karten, für Text, für was auch immer, so zum hinten ein bisschen arbeiten, dass das dann halt einfach so dahinter ausschaut. Und da habe ich mir gedacht, Anthrazit passt eigentlich überall dazu. Deswegen hat der mit dürfen. So. Also vielleicht da auch. Das war die. Das war die Artikelnummer, wenn sie scharf stehen darf. Etta. Das ist die Artikelnummer. Dann habe ich mir endlich, muss ich sagen, ein Eckstanzer gegönnt. Das ist jetzt der 3-in-1. Also der hat 3 verschiedene Abrundungen. Und ja, bin jetzt echt total froh. Ich habe zwar den günstigen, der was beim Falzbrett beim Action dabei war. Ich habe mir bei Müller auch einmal einen gekauft, aber da habe ich jetzt halt doch 3 verschiedene. Und jetzt habe ich natürlich wieder gerade Bier einmal rumliegen. Oder doch. Nehmen wir das da, wo ich gestern die Blätter aufgestanzt habe. Die habe ich mittlerweile auch schon eingefärbelt. Bin immer noch mega schwerstens begeistert. So, jetzt haben wir da einmal M. Ups, der geht total einfach ruhig zum Drucken. Bin ich nicht gewohnt. Da haben wir einmal M.
Dann haben wir einmal S. Der ist ja putzig, einfach so klein. Und dann haben wir einmal L. Ups. Ja, da ist mein Papier ein bisschen verwuschelt. Aber ist gegangen. Also das ist L, das ist S und das ist M. Super. Der hat da hinten so Gummierung drauf, dass er nicht so um und um rutschen kann. Das ist auch recht praktisch. Also, das wäre die Artikelnummer. Ja, den brauche ich jetzt nicht einpacken, den lasse ich auch gleich ausgepackt. Dann habe ich mir auch bei Ideen mit Herz Prägefolder mitbestellt. Und zwar einmal diesen hier mit einfach herzlichem Glückwunsch. Kannst du ja für alles Mögliche hernehmen, wo man halt Glückwünsche überbringen kann. Und deswegen habe ich mir den jetzt auch mitbestellt. Das wäre die Artikelnummer. Ich hoffe, das sieht man halbwegs. Ja. Von 80 bis 350er Grammatur. Transparent erst ab 170. Okay. Ja, hat jetzt mitgerufen, weil wie gesagt, kann ich eigentlich für alles Mögliche hernehmen. Ob das jetzt ganz klischeehaft Geburtstag ist oder ob das zur Hochzeit ist oder ob das zur Taufe ist oder ob das zur bestandenen Führerscheinprüfung ist und so weiter und so fort. Ich meine, die Liste kann ich endlos fortsetzen. Und von dem her, dann hast du einfach schon einmal so einen geprägten Hintergrund und kannst dann eben dort drauf weiterarbeiten. Dann, vielleicht schaffe ich es noch, das Jahr Karten damit zu machen. Mal schauen. Fröhliche Weihnachten oder frohe Weihnachten in dem Fall. Ja, habe ich so Anita schon gar nicht in Deutsch, also hat der jetzt auch mal mitgerufen. Und somit bin ich jetzt mal für nächstes Jahr mal garantiert ausgerüstet, weil, es kommen noch mehrere, den super, achso, wegen frohe Weihnachten. Ich heb's euch jetzt auch nochmal auf. Ich weiß ja nicht, ob es irgendjemanden interessiert. Also, denn mit den Schneeflocken eben, also, halt, es sind Schneeflocken. Oben steht nur Hintergrund 1, die Artikelnummer, Kamera. Würdest du jetzt irgendwie da Schaub stellen? Danke. So. Ich finde, das schaut aus wie Schneeflocken. Ich denke auch, dass es Schneeflocken irgendwie sein, also beziehungsweise kann man es dann sicher auch anderweitig hernehmen. Ich muss mal schauen, wie das dann geprägt ausschaut. Und genauso den da habe ich mir mitbestellt. Also der schaut dann geprägt aus wie Sterne. Aber kann man sich auch wieder anderweitig hernehmen. Das war jetzt Hintergrund 3, steht da oben. Und das ist die Artikelnummer. Jetzt war sie ganz kurz da. Gell? Jetzt. Ja, der hat auch mitdürfen, so in der Art habe ich auch noch keinen, von dem her hat das gut gepasst. Dann habe ich mir Stanzen bestellt und zwar mit Sprüche. Habe ich auch überhaupt nicht. Ich habe glaube ich 2 oder 3 deutsche Spruchstanzen. Und von dem her habe ich mir die jetzt einfach mal gegönnt. Einmal habe ich da die Geburtstagswünsche, wo alles Liebe zum Geburtstag, Gratulation, liebevolle Geburtstagsgrüße und alles Gute. Da haben wir einmal, jetzt blendet mein Licht an einer, da haben wir einmal die Artikelnummer. Dann haben wir da die Danke. Mit vielen Dank, Dankeschön, Danksagung und herzlichen Dank.
Und das letzte Glückwünsche 1 mit Glückwunsch, wir gratulieren und beste Glückwünsche. Sind halt alle recht vielseitig einsetzbar und von dem her, ja, haben sie jetzt alle mal mit dürfen, weil dass ich halt solche Sachen auch mal da habe. Weil es schaut auch wirklich schön aus, wenn da so einen gestanzten Schriftzug einmal drauf hast und nicht einen gestempelten. Also von dem her, ja. Dann kommen wir eh schon zu den Stempeln. Da hat einmal mit dürfen. Dieser hier. Feinkonturenstempel mit die Eulen. Die Artikelnummer. Und da habe ich zuerst überlegt, soll ich nicht, aber mir gefällt vor allem da der große, also das ist der gleiche als mit der, spiegelverkehrt. Und der ist halt richtig schön groß. Und da sind halt dann die ganzen kleinen Putzis mit dabei und Herzeln sind noch drauf. Und ich habe jetzt doch schon einige Ideen mit Herzstempel, also gerade die Feinkonturenstempel. Und ich bin wirklich, also vom Stempelergebnis her, ja, hat mich überzeugt. Super Qualität, stempel ich auch gern damit. Deswegen haben wir jetzt da noch ein paar nachträglich einziehen dürfen. Ich glaube sogar, dass die ganzen drei, also drei Stempelsets, ich glaube, die waren sogar auch gerade alle im Angebot, wo ich bestellt habe. Aber ich kann es auch gar nicht mehr sagen. Dann habe ich mir die da bestellt. Ecken. Und zwar sind es 12 verschiedene. Das ist die Artikelnummer. So. Und da sieht man die unten. Ich hätte gleich jetzt mal so einer. Also die schauen so aus. Und das sind eben so 12 verschiedene Stempel, die eben zum Beispiel in eine Ecke stempeln könntest. Kannst du natürlich aber anders hernehmen. Ja, die haben auch mit drauf. Das sind halt auch so wirklich so Ornamente, dann auch welche, wo Blümchen drin sind. Das ist auch so geschnörkelt. Hat gefallen und hat mit dürfen. Und der letzte, den habe ich schon länger im Auge gehabt. Und jetzt habe ich mir wirklich gedacht, bevor es ihn dann zum Schluss nicht mehr gibt, so wie mit dem anderen, auf dem ich einfach zu lange gewartet habe, mitbestellen, jetzt habe ich mir den auch mitbestellt. Und zwar ist das Hintergründe, Rosen und Spitze. Diese Artikelnummer. Und das sehe ich schon, ich hätte mir so noch ganz besser. Das sind einmal da die ganzen Rosen mit den Blättern und einmal da der Spitzenhintergrund. Von der Größe her seien die 10x10, also eine gute Größe, würde ich sagen. So schauen sie aus. Und das ist halt alles wieder sehr, 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 sehr filigran, aber ich weiß jetzt schon, dass der sicher super gut wieder stempeln wird, weil warum sollten die jetzt anders sein als für die anderen, was ich schon da habe? Ja. Und dann kommt jetzt nur mehr Papier. Ich habe mir Blöcke bestellt. Ja. Und zwar, wie viel habe ich denn? 2, 4, 6, 7. 7 Blöcke habe ich mir gegönnt. Das sind die Duo-Design-Papiere. Da sind 20 Blatt drinnen, 25 x 25 cm, 250 Gramm Tour. Und es sind 10 verschiedene Vorder- und Rückseiten mal 2 beidseitig bedruckt. So, jetzt habe ich alles gesagt. Ups. Jetzt muss ich es eigentlich leider so einer tun. Das war die Artikelnummer. Heißen tut der Kondolenz 1, also sprich eigentlich so für Trauerkarten und so, aber die Motive sind einfach so leicht schön. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt irgendwie noch einer und dann blättere ich den mit euch durch. Da habe ich schon irgendwie ein Fitzel drauf. So. Also klar kannst du das für Trauerkarten auch hernehmen, aber ich finde sie einfach so allein schön. Kannst du auch super für Vintage-Karten hernehmen. Das sind eben da die Noten dahinter und dann so geschnörkeltes Zeug. Also das ist auch total schön und alles so soft und ja, weil es ja eigentlich für Trauerkarten war. Also da tust du jetzt ja nicht irgendwie so ja, quietschbunte Farben drauf.
Und von dem her gefallen mir die einfach auch irrsinnig gut. Das ist auch so schön mit der Schrift. Das sind die Ohren, das Schmetterlinge, Blumen, so Ornamente. Also ganz, ganz viele Schichten, sage ich jetzt einmal, im Prinzip übereinander. Einfach nur schön. Ich habe sie mir davor schon alle mit meiner Tochter durchgeschaut. Weil auf der Homepage selber siehst du das ja nicht so gut. Aber jetzt davor beim Durchblätteln habe ich mir gedacht, nein, das passt. Das sind einfach echt schöne Papiere. Dann habe ich mir in Kondolenz 2, den habe ich mir ab. Bestellt. Jetzt probiere ich das nochmal mit der Artikelnummer. Ich hoffe, das geht irgendwie, wenn ich dir das so schräg rein tue. Dann blättern wir jetzt von der anderen Seite durch. Bin ich im Bild? Ja. Da sind ein bisschen kräftigere Farben oder auch von der ganzen Machart her ist es alles ein bisschen, also nicht so gedämpft. Aber trotzdem extrem schön. Der gefällt mir sogar noch einen Ticken besser als der andere. Das da zum Beispiel, also das finde ich traumhaft. Super, super schön. Damit die Blätter. Das ist auch total schön. Das ist so eine alte Zeitungsseite, da ist Schrift mit drin, ein Stempel, das Klavier, das Blümchen, also Wahnsinn. Da ist sogar eine Briefmarken, ist auch noch eine mit drin. Und die Rückseiten siehst du, entweder sind sie wirklich komplett einfarbig oder eben so leicht marmoriert, wie in dem Fall jetzt, oder ganz, ganz leicht gemustert. Das ist auch schön. Schau dir mal die schöne Seite an. Wahnsinn. Ups, bin schon wieder außerhalb. Und das Gute ist da halt auch wieder einfach, du kannst das super gut alles miteinander kombinieren. Weil einfach der ganze Block farblich dermaßen genial aufeinander abgestimmt ist. Dass das einfach alles super gut passt. Dann habe ich mir den damit bestellt, Farbverläufe Vintage Style 1. Das ist die Nummer, Kamera. Ich glaube, man kann sie schon erkennen. Wenn irgendjemand irgendeine Nummer nicht erkennt und sie aber unbedingt dringend braucht, dann könnt ihr mir das hier unten reinschreiben. Dann tippe ich sie schnell in die Kommentare. Und das sechs schon, das ist ein Wahnsinnsblock. Den hätte ich mir eigentlich gleich zweimal mitbestellen sollen. Das ist auf der Hinterseite wirklich einfarbig komplett und da sind die wunderschönen Farbverläufe mit den ganzen Strukturen dahinter. Einfach nur mega, mega schön. Also der Block ist einfach ja ein Träumchen. Was anderes kann ich da gar nicht sagen. Ich hoffe, ja wohl. Ich habe gerade gedacht, zum Schluss sieht man die Farbverläufe gar nicht so schön, aber. Ich habe gerade auch geschaut. Ich glaube, das 6 ist echt super. Und was ich auch toll finde, da hinten der Karton ist auch relativ stabil. Ja, das ist beim Block auch wichtig. Dann hat Hintergründe 3 mit dürfen. Der hat die Artikelnummer. Auch wieder so.
Der ist auch wieder, ja, eigentlich so ähnlich wie der Kondolenzblock. Auch von der Form her und so. Das ist schon, das ist jetzt so ganz leicht gemustert. Also solche Rückseiten gibt es genauso. Ein Träumchen, schau euch die Seiten an. Ach, schön. Das gefällt mir auch total gut, das Papier. Also das ist ja jetzt eigentlich die Rückseite, ne? Aber schaut voll cool aus, wie Marmor. Die Seite da, bitte. Ist die schön oder ist die schön? Wahnsinn, oder? Das genauso. Ich finde auch das Grün schaut einfach nur mega schön aus. Also gefällt mir irre gut. Dann haben wir da wieder richtig so vintage mit Rosen und Ornament dahinter. Dann noch mal Rosen. Das mit den Musiknoten dahinter. Und da haben wir noch mal Rosen. Rosen gehen ja immer. Von dem her kann man da nie genug Papier haben. Dann hat Hintergründe 2 hat auch mit dürfen. Der hat die Nummer. Ja, warum geht das nicht immer so gut? Schau an. Tschak, bumm. Scharf gestellt. Bin ich im Bild? Ja. Wieder super schön. Bitte schau euch die Seite an. Voll cool. Da steht wirklich in Deutsch der Text dahinter. Super. Das ist super. Und die Seite ist die nicht. Ah, ich glaube, den braucht ja noch zwei. Weil da hast du im Prinzip ja immer leider zwei Seiten. Und wenn es weg ist, ist es weg. Aber ja. Für das ist Papier ja da, ne? Dass man es verbasteln und dass sich andere drüber freuen. Die finde ich auch so mega, die Seiten. Traumhaft. Traumhaft einfach nur. Das war Nummer 5. Und jetzt kommen noch zwei. Der Herbst ist ja eigentlich schon vorbei, ja. Aber ich habe sie trotzdem jetzt gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wie lange die noch im Sortiment sind. Die habe ich schon so lange auf meiner Wunschliste gehabt. Und bevor ich sie dann nicht mehr kriege, habe ich sie mir jetzt mitbestellt. Der Herbst kommt ja wieder, also von dem her. Und man muss es ja jetzt nicht unbedingt für herbstliche Karten hernehmen. Kann man ja für was anderes auch hernehmen. Damit sind die Orchkatzeln zum Beispiel. So schön. Mir gefällt das auch von den Farben her so gut. Da das mit den Kürbissen. Gut, das ist jetzt schon sehr herbstlich, aber. Aber auch einfach. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, aber die Farben, na, das sieht man nicht. Das ist so richtig schön leuchtend. Also, ja, wie der Herbst halt. Die Seite gefällt mir irre, irre gut. So schön da mit dem, sag jetzt mal, gekritzelten da dahinter. Dann natürlich Sonnenblumen sind da natürlich auch drinnen. Wie soll es denn auch anders sein in einem Herbstblock?
Aber eben zum Beispiel jetzt die Seite da, ich meine, da musst du jetzt nicht unbedingt was Herbstliches damit machen. Die kannst du eigentlich immer irgendwie hernehmen. Also von dem her, ja. Und der letzte Block und auch das letzte, was ich euch heute zeige, ist der Herbst 2. Also das andere war Herbst 1. Der hat die Artikelnummer. Und eben, wo ich das bestellt habe, hat es auch wurde nur geben. Also ich gehe mal davon aus, dass es denn jetzt auch noch gibt. Und der gefällt mir eigentlich mitunter wirklich von allen, die ich gekauft habe. Ja, außer der. Nein, das ist echt schwarz zum Sagen. Sie sind halt alle schön. Aber der ist Herbst und Vintage. Also eine voll coole Kombi. Weil jetzt sehe ich jetzt schon einmal, gerade jetzt da die erste Seite, ja, da haben wir die Uhren, die Schmetterlinge, es ist Schrift dahinter, es ist eine alte Zeitungsseite dahinter. Dann sind da so Zahnräder, die skelettierten Blätter, dann die normalen Blätter, also ein Wahnsinn. Wirklich, also Herbst und Vintage vereint. Ich finde den super. Da genauso. Da habe ich halt auch wieder meine skelettierten Blätter. Ich habe Schrift, ich habe Ornamente, Schmetterlinge, meine Sonnenblumen. Dann sogar so leicht transparent, dass dann der Hintergrund nochmal durchkommt. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Eine Seite schöner als die andere. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist auch so schön, damit die ganzen Kürbis, da mit dem Schubkarren, damit die Vogelscheuche und die ganzen Sonnenblumen wieder, damit die Vogeln. Das gefällt mir auch total gut. Das kannst du auch wirklich gut schon für Winterkarten hernehmen, finde ich. Weil es halt irgendwie so von den Farben her so Herbst, Winter, ja, gefällt mir irre gut, die Seiten. Da haben wir auch nochmal ganz viel mit normalen Blättern, skelettierte. Das war es jetzt leider schon. Ich kann den ganzen Tag die Blöcke anschauen. Ja, das war jetzt mein, kann man da kleiner sagen? Na, das war jetzt meine Idee mit Herzhall. So, so einfach so. ja, ich habe. Das ist jetzt schon ewig her, dass ich das letzte Mal dort bestellt habe. Und wie gesagt, ich habe einiges von den Sachen in meiner Wunschliste gehabt. Und bei ein paar jetzt dann wirklich die Befürchtung gehabt, dass es vielleicht aus dem Sortiment geht. Gerade eben da ich weiß nicht, wie lange die Blöcke drinnen lassen. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Aber eben bei den Stempeln hat die einen drinnen gehabt, aber der ist jetzt mittlerweile nicht mehr verfügbar. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, gut, jetzt bei den Stempeln, die, was ich unbedingt haben möchte, die nehmen wir auch gerne mit. Und dann ist halt dann doch ein bisschen mehr geworden. Und die Schneidmatten, wie gesagt, war im Angebot, soweit ich das noch weiß. Und ja, da habe ich zwar die noch nicht so schlimm gehabt, aber ja, eine neue hat so und so jetzt einmal her müssen. Da hat sich das gut angeboten. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo es jetzt ein bisschen stöbern geht, weil ich denke, ja, das war für mich auch interessant. Und ja, also das eine oder andere aus den ganzen Bestellungen eigentlich, die ich euch jetzt so gezeigt habe, werden jetzt dann sicher hin und wieder dann in meine Videos auftauchen. Ich werde ja damit ja basteln, ne? Ich kaufe das Zeug ja nicht
zum Rumadum liegen lassen. Und die zwei weiß ich jetzt nicht. Die werde ich wahrscheinlich wirklich so bis nächstes Jahr aufheben. Außer vielleicht eben mit dem Ohrenpapier, was war das, das? Wo ich gesagt habe, mit dem könnte ich eventuell noch so eine Winterkarte auch noch machen. Aber mit den anderen, ja, die sind jetzt nicht wirklich irgendwie saisongebunden. Der sowieso nicht da. Und das, wie gesagt, ja, Kondolenz, gut und recht, aber ich werde die anders hernehmen. Wobei, wenn ich dann nochmal eine Kondolenzkarte brauche, ist natürlich auch nicht schlecht, wenn ich so ein Papier da habe. Ne? Ich hoffe es jetzt zwar nicht, dass ich eine brauche, aber ja. Gut, dann war es das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer es habt. Ja, und dann sehen wir uns, wenn es wollt, im nächsten Video. Tschüss!